Na, jetzt wird's was. Gut, das ist schön. Ich grüße euch sehr zu Palworld. Ich wünsche viel Spaß beim Zugucken. Kopf's geht euch gut. Ich habe schon mal 5 Minuten gespielt, ohne aufzunehmen, was schon mal sehr klug ist. Ich habe in der Zeit allerdings nur Steinkohle geholt. Ihr habt also nichts verpasst. Tatsächlich. Mehr ist nicht passiert. Ah ja, und ich habe Schießpulver hergestellt und Barren in Auftrag gegeben. Das Schießpulver habe ich gerade abgeholt, weil ich würde mir ziemlich gerne ein bisschen Munition für mein Sturmgewehr basteln. Was allerdings ohne die hochwertigen Metallbarren auch nichts wird. Es ist, wie es ist. Was ist denn das eigentlich? Ein Goldschlüssel? Ah. Alles auch ganz schön aufregend. Wie eine Ultrasphäre. Wo ich die her? Weil, habe ich die gebaut? Das kann, naja, doch klar. Ultrasphären kann ich bauen. Legendäre waren es, die ich nicht bauen kann. Habe ich recht? Wie viele Technologiepunkte habe ich denn? Ich habe 9. Okay, warte mal. Wir scrollen mal ein Stück. Naja, hier. Die brauchen ja schon 5. Und das Terra-Schild. Ach, du Heiland. Das ist ja alles. Ach, guck mal. Ich kann auch schon eine neue Rüstung bauen. Die ist... Mhm. Ah, die macht dann Erhitze und dann gibt es wahrscheinlich noch eine, die Erkälte macht. Und das andere ist so normal. Okay. Ah, hier gibt es auch einen Paluminium-Helm. Interessant. Ah, dafür brauche ich dann auch schon Paluminium-Barren. Gut, ich würde das immer lernen, weil, naja. Und... Oh, das Terra-Schild, das könnte ich tatsächlich bauen. Da würde ich mal ganz kurz losmarschieren. Baue ich das hier? Ja, auch wieder eine gute Frage, ne? Terra-Schild. Terra. Oh, braucht 30 antike Bauteile. Dann produziere das mal. Mal gucken, wer da losläuft. Keiner. Gut. Ah ja, jetzt ist ein Anubis da. Es rennen 2 los. Einer, ach so, jetzt muss erstmal einer zu mir kommen. Oh, das geht aber auch verhältnismäßig schnell. Der hat übrigens, einer hat stressbedingte Essstörung. Das ist er hier. Weiß ich jetzt nicht, was ich dagegen mache. Keine Ahnung. Wenn das wer wissen sollte, ich bin für einen Kommentar zu haben. Ich glaube, ich habe es schon probiert, habe es aber nicht hingekriegt. Terra-Schild, gib das her. So, Terra-Schild haben wir an. Richtig gut. Das andere, weiß ich jetzt nicht, was wir damit machen, entweder wegwerfen oder aufheben. Oder keine Ahnung. Ich mache es erstmal hier rein. Und jetzt ist es eigentlich jetzt ist es warten. Weil ich erstmal ganz kurz Munition bräuchte. Das wäre super. Wie viel hast du? 57. Ich nehme die mal und trage die erfolgreich hier rein. Und gehe dann mal ganz fix da hinten an meine Waffenschmiede-Geschichte hier so und gucke, was ich da rauskriege. Ich kriege 340, das ist nix, ne? Das ist wirklich nix. 340 Schuss ist so ein bisschen mehr als nix. Ich sammle mal was. Ah, wir könnten auch mal, was ich auch schon länger nicht gemacht habe, was jetzt während der Produktion meines Schießeisengerumpels ganz nett wäre. Wir könnten mal hier vorbeigucken. Ah, guck an. Das kommt ja überraschend. Dass das wieder komplett eskaliert ist hier. Naja gut, ihr könnt jetzt Eisen abbauen, so viel ihr wollt. Das ist mir verhältnismäßig egal. Ich wollte ja eigentlich nur mal reinlunsen, was die hier so praktizieren. Dann können wir ja vielleicht auch mal ganz kurz hier reingucken. Ah, ein bisschen Holz. Und ein bisschen Eisen, okay. Ja. Das war eigentlich alles, was ich wollte. Mal gucken, was hier so los ist. Das Eisen ist eigentlich Quatsch mittlerweile. Weil das Ding hier hinten, das macht so viel. Guck mal an, da sind wieder 500 drin. Nicht, dass ich noch 1800 hätte, aber da geht schon richtig was. So, dann gehen wir doch mal ganz kurz auf der Karte gucken, was so der nächste Ansatz wäre. Also hier hinten hätten wir
Jetragon und hier hätten wir Blasamut. Hier hinten hätten wir den Palladius und den Necrofuzzi. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, die haben mich weggeäumelt. Also die da hinten, die sind ja zwei, die haben mich. Also das ging recht fix. Ohne Witz. Wir könnten dann nochmal hier so ein bisschen durchfliegen. Da ist der Turm der Miliz. In irgendeinem war ich auch schon zwischendurch mal wieder. Ich weiß gar nicht, bei wem das war. Ich glaube bei ihr. Ja, die habe ich besiegt. Hier, da ist der auch besiegt. Und dann ist der nächste, der mir aufgefallen ist, ist tatsächlich der hier, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch... Nee, noch irgendwie der andere, der wird wahrscheinlich dann irgendwo hier sein. Dann... Ich glaube, es gibt vier, wäre jetzt nicht unwahrscheinlich. Oder er ist hier. Dann habe ich ihn da noch nicht gefunden. Und das würden wir dann rausfinden mit der Zeit. So, ich wollte mal gerne gucken, eine legendäre Sphäre. Oh, die gehen vor der Elite-Truppe. Wo wollen die hin? Ah, ich habe die Befürchtung, die kommen auch noch hier rein. Das ist, Das ist wahnsinnig gut. Ja. Zeig mal, was haben wir denn? Ich hole mal hier ihn raus. Ja. Der kann mal... Ach, guck an. Da kommen Lunarisse. Ja, oha. Ist ja irre. Ich würde gern produktiv was beisteuern, aber... Wisst ihr, was das Problem an der Sache ist? Ich habe immer diesen dämlichen Ring an. Und hast du den an, kannst du keinen mehr schießen. Irgendwas flambiert mich hier. Ach, der steht hinter mir, der kleine Lutscher. Bleib da mal stehen. Wenn es weniger wackelt... Oh, Sascha hat einen niedergehoben. Wenn Sascha zu nichts zu gebrauchen ist, ne? Aber kleine Elite-Truppen essen, das kriegt er hin. Mich würde interessieren, wie viele hier noch leben. Da ist einer hungrig. Das wird wieder zu Frustrationen führen hier in der Gruppe. Wer wird denn hier abflambiert? Ich sehe keinen. Jetzt sind sie alle tot, ne? Würde ich behaupten. Es gibt halt auch ein paar Schwerverletzte. Da, Ah, das ist die, die gehört nicht zu uns. Die ist leicht verletzt, hungrig, schwer verletzt. Kampfunfähig ist nur das Huhn. Ja gut, Huhnbert ist halt auch kein Kämpfer. Ne? Der ist von Natur aus eher... Den hat auch keiner da weggetragen. Hallo, warum holt denn keiner Huhnbert ab? Hier, ich organisiere mal einen neuen Pal, vielleicht trägt der Humbert weg. Ich hab keine Ahnung, was machst denn du jetzt? Humbert? Wir haben ein fehlendes Huhn. Und wir haben... Vielleicht... Hallo? Ich bin mir nicht sicher, ob das Huhn das so gut findet, dass es nicht gerettet wird. Ich sammle hier erstmal Sachen ein. Ich habe keine Ahnung, aber hier liegen Beutel mit Münzen und mit starker Medizin. Vielleicht brauchen wir die gleich. Oh, da gab es Steine. Das ist toll. Moment, ich muss mal Humbert und die Biene resetten. Ich habe die wilde Befürchtung, dass Humbert und die Biene noch kaputt sind. Wobei, bei der Biene weiß ich es nicht genau. Wo ist denn die Biene? Da. Und dann machen wir das mal wieder da rein. Ich weiß nicht, ob Humbert irgendwer auch mal abtransportiert und ins Bett legt. Die Biene hat es geschafft. Ah, hier, da. Das läuft schon langsam. Ich könnte mir vorstellen, dass das nur... Da ist Humbert ins Bett getragen worden. Wurde halt wieder mal nicht angezeigt. Es ist alles wie immer. Man muss das auch nicht anzeigen. Das ist alles gar nicht nötig.
Das ist entsetzlich. Was wollte ich denn jetzt eigentlich machen? Das ist jetzt wieder eine Frage, da kann ich wieder nichts zu sagen. Ich hatte doch irgendwas vor am Ende des Tages. Es gab Pläne. Die wollte ich durchziehen. Ich wollte irgendwo hin. Hier, gib das mal Anubis. Ich bin völlig raus aus der Sache, ne? Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was ich machen wollte. Ich brüte jetzt erstmal das verfurchte Ei aus. Das ist jetzt erstmal das, was ich mache. Da gab ein Footlaw, das ist super. Dann gibt es hier noch ein heißes Ei. Und dann, also nochmal 5 Minuten meines Lebens. Die Aufnahme läuft noch. Ja, das sind jetzt 10 Minuten 46. Ihr habt immerhin den Angriff miterlebt. Ne? Ich will mal. Oh, die Kuh rennt richtig. Das ist ja irre. Das sah scharf aus. Wie die Kuh da so rannte. Da haben wir das. Wir haben starke Medizin. Die mache ich mal hier mit rein. Ich bin mir fast sicher, dass das Opal, der hat eine stressbedingte Essstörung. Da müssen wir sicherlich irgendwas machen und ich habe keine Ahnung was. Also falls da irgendwer Informationen vorliegen hat, ich wäre bereit. Okay, jetzt würde ich, ich gucke nochmal gerade. Ah ja, genau, ich kann mich wieder erinnern. Ich wollte erstmal gucken, ob wir noch ein bisschen von meiner guten Munition einsammeln können. Die sind ein bisschen langsam unterwegs, finde ich. Vielleicht liegt es auch am... Oh, guck mal hier, da ist ganz viel Kram drin, den du eigentlich hier gar nicht reinmachen sollst. Toll. Ja, wir gehen jetzt mal ganz kurz hier rüber, sortieren das noch ein und dann reisen wir hier ab. Das ist mir ein inneres Bedürfnis. Zwischenzeitlich könnte ich mal meinen Ring wieder anziehen. Nur für den Augenblick. Wie viel Geld haben wir? Ah, nur 9000. Das ist auch ein bisschen ernüchternd. Ich müsste Dungeons machen für Loot, ja. Ich weiß aber nicht, ob das so spannend ist, sich jedes Mal anzugucken, wie ich durch ein Dungeon alber. Kann man eigentlich noch irgendwelche Technologie, so Räder, Zahn, hier Dinger erforschen? So ein Waffenfließband zum Beispiel. Fließbandwerk. Gibt es noch was für Waffen? Es gibt ein stationäres Maschinengewehr. Es gibt auch einen Gigagleiter im Übrigen. Da wäre ich auch ein bisschen interessiert vielleicht. Wobei ich das auch nicht so genau weiß. Brauche ich einen Gigagleiter? Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen größeren Kühlschrank, wenn ich das richtig sehe. Aber dass ich jetzt ein neues Fließband für Waffen bekäme, das ist eher nicht der Fall, ne? Das sehe ich nicht. Ist das so? Müssen wir mal gucken. Fließbandwerk? Nee, da gibt's für die Waffen gibt's noch... Ah, doch, da! Ah, das dauert noch. Ach, okay. Da brauche ich noch Zeit. Ein Level. Wer macht das komische Geräusch? Bist du das? Ja, das ist ganz spannend. Jetzt. Das bist tatsächlich du, ne? Du machst ein merkwürdiges Geräusch. So, ich habe noch ein bisschen Munition eingesammelt. Hier, wir reisen jetzt los. Wir machen jetzt. Hier wäre ein Turm. Das wäre interessant im Übrigen. Meine Frage ist dann vielmehr, schaffe ich den? Ich bin ja auch erst 46, ne? Ich bin noch nicht so weit. Achso, ich wollte ja... ich wollte eigentlich noch... Naja. Hier, das ist Günther, das Glühwürmchen.
Günther, das Glühwürmchen ist schon gegrillt. Das ist. Au, ich habe auch noch. Oh, ich muss auf jeden Fall nochmal zurück. Das ist ja doof. So war das nicht gedacht. Ich habe ja gar keine Sphären. Was ist denn das für ein Quatsch? Wollte jetzt hier noch ein paar Sachen einsammeln. Das läuft ja gar nicht. Ah. Ah. Es wird nichts. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Das ist ja Quatsch. Warte mal. Ich hol die mal da raus. Und steck die da rein. Interessant ist jetzt, wie. Da muss ich erst warten, bis die soweit sind. Ja. Oha. Ich brauche dafür Zement. Moment. Ach, das ist aber. Das ist so. Das ist das, was mich dann so am Ende anfängt, ein bisschen zu stressen, dass ich da so viel Quatsch machen muss. 10, das sind 100, 200. Das sind das 300, wenn ich das so mache. Ne, 30. Ja, Moment, das müssen wir. Das ist ja total dumm. Ich muss schon so auf 20, ne? Das muss schon so machen, sonst wird es nichts. So, jetzt habe ich hier irgendwelchen Kram eingesammelt. Ah, das ist Ach, das ist jetzt. Jetzt wird's nervig sortiert hier. Ich gehe mal mein Zeug wegbringen. Da ist schon wieder ein Ei fertig. Oh, Mann. Es ist. Ich finde das nervig. Bin ich ganz ehrlich. Keine Sphären zu haben, ist ein super lästiger Umstand. Haben die da jetzt was gebaut? Habe ich da schon ein paar fertig gemacht? Oder? Nee, ich habe sie gar nicht angefangen, weil ich keinen Zement hatte. Okay, dann schaffen wir vielleicht das mit dem Palladium, Palminum, was weiß ich. Ich werde das abwarten. Gibt auf jeden Fall einen Wenn-Wurm, einen neuen. Das ist schön. Ich habe bald alle Eier verbraten. Das ist auch ein bisschen traurig. Oh, das dauert sogar noch. Doch, das dauert eine halbe Stunde. Das ist ein längeres Ei. Wie ist der Stand bei meiner Schmelzung? Das ist super nervig, ey. 20 Minuten im Lager rumstehen, nichts reißen, total beschissen. Ich sammle mal ein paar Goldmünzen ein, da fühle ich mich gleich ein bisschen besser. Ganz gleich fühle ich mich da besser. Oh, der hat jetzt die hochwertigen Sachen produziert, das ist toll. Da finden wir gut. Also ich. Ach so. Ich weiß ja auch nicht, was hat solche Probleme oder. Na, wir warten mal ein bisschen ab, was es für Probleme hat. Wenn sich das dann geregelt. Oh, der ist fertig. Das hat er ja auch gerade gesagt. Was brauche ich hierfür? Ah, da brauche ich nur Palladium und Erd. Das ist toll. Wir machen mal. Ja, maximal machen wir sicherlich nicht. Ich mache mal. Was mache ich mal? 10. Ich guck mal so erstmal. Und dann von 91. Was ist denn das jetzt hier für ein Quark? Warum? Was hast du denn für Aufträge? Geht doch. Schmilzt du schon? Au, er schmilzt. Das Geräusch, wenn die hier rumwabert, ne? Das ist ein bisschen ekelhaft. Ah, ich wollte wegen dem Zement, ne? Der Zement. Wie schwer sind 200 Zement? So schwer, dass ich sie kaum tragen kann. Alter, wie beschissen das ist. Dum 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 da dum dum tita. Ja, ich möchte eigentlich nur gerne hier hinten an die Kiste. Oh. Das finde ich so lästig. So lästig. Lästiger geht kaum. Den Zement da rein. Super, jetzt geht's wieder. Dann können wir hier wenigstens ein bisschen was bauen. Das ist ja super. So, was.
Was geht? Was brauche ich denn hierfür? Ah, da brauche ich auch Carbonfaser. Okay, und auch Zement. Das ist ja toll. 5 sogar. Und ich brauche auch noch Palladium. Moment, ich muss das mal. Das müssen wir mal gerade. Wie viele Steine habe ich? Palladium gewinne ich ja aus Steinen. 6000. 157 kann ich reintun. Geh mal ganz kurz hier rüber. Wir müssen da mal. Ich muss da mal fragen. Ich habe Fragen. Ich brauche 5 Steine für so ein bisschen Kram. Das ist natürlich krass, ne? Ich verschwende mal so 1500 und beginne die Produktion. Damit wir neue Palladiumbruchstücke haben, das wäre mir ganz recht. Ja, das dauert noch eine Weile. Wir werden dann erstmal alle verwursten. Das gibt 28. Ach, das ist doch ein Lacher. Hör mir auf. Das ist doch ein Witz. Aber hey, was will ich machen? Ändert sich ja jetzt nicht. Muss ich kurz abwarten. Da warten wir nochmal ganz kurz, bevor wir dann losmarschieren. Irgendwer ist hier wegen irgendwas erfreut, hatte ich das Gefühl. Ich weiß allerdings nicht, ob das der Wahrheit entspricht. Wie weit sind wir denn mit meinen Sphären? Ah, bei der Hälfte knapp. Ah, das ist irre. Irre. Da.